Hey Leute, was geht und willkommen zur ersten Partie unseres Turniers von The Fantastic Two. Und ja, die Begegnung ist heute in Gelb, Gregory 104 gegen Madras 68 oder 68, wie auch immer, in Blau. Die beiden spielen mit den Briten. Und ja, Lukas hier auch am Start. Jo Leute, was geht? Was geht? Und ja, die erste Partie, diese wurde am Samstag, dem 28. ausgetragen, genau. Und ja, die Map ist das Unbekannte unseres Erachtens nach. Und ja, Luca, was gibt's noch zu sagen? Also, das ist ja, wie ihr wahrscheinlich wissen solltet, unser Age of Empires Turnier, was wir jetzt schon in mehreren Videos erwähnt haben und jetzt auch gespielt haben. Im Viertelfinale, wo man es auch angefangen hat, wir hatten 8 Teilnehmer, es wird 1 gegen 1 gegen 1 gegen 1. Und wir werden jetzt diese Woche alle kommentierten Spiele des Viertelfinals hochladen. Hoffentlich, wenn wir es schaffen, weil eigentlich haben 2 Leute leider verspätet, es nur geschafft und wir wissen noch nicht, wann das Spiel ausgetragen wird. Genau. Also hoffentlich schaffen wir es, in dieser Woche alle Spiele hochzuladen. Auch wenn das letzte Spiel vielleicht irgendwie abends am Sonntag kommen wird oder so. Ja, wir müssen mal gucken, weil, ja, wir gucken mal. Und ja, wir sind jetzt hier in Minute. Welche Zeit hast du, Luca? 1:25. Ja, bin ich auch. Und ja, ja, das typische Aufbauspiel, wir können mal zum Matras überschwenken, wenn du es noch nicht gemacht hast. Nee, ich schwenke jetzt auch mal rüber. Jo, wir können ja sehen, er macht eigentlich gerade das gleiche und von Punkten her sind die eigentlich auch genau gleich. Und ja, ich denke, der einzige Unterschied ist, eigentlich, dass im Moment, glaube ich, Greg ein Siedler mehr hat, aber naja, das ist auch nicht gerade der größte Unterschied. Ja, wir können einmal in die Decks reingucken von den beiden. Fangen wir mit Gregory an. Kann man sich jetzt. Luca, guckst du auch? Ja, ich bin ja schon dabei. Perfekt. Genau, weil Luca dann hört immer auf. Oh mein Gott, oh mein Gott. So. Genießt es. Ich dachte erst, wir gucken bei Madras rein. Tut mir leid. Ja. Ja, können wir jetzt hier das Deck sehen. Ein bisschen auf Plantagen-Weiterentwicklung sehe ich hier, aber ja, nichts Besonderes, sag ich mal. Und bei Madras können wir auch einmal reingucken. Ich würde sagen, das ist eher so Standard-Deck von den Briten. Und ja, mir fehlt da die Karte, dass die Herrenhäuser alle günstiger werden. Ist das doch. Schneller gebaut werden, tut mir leid. So, ja. Macht sich bereit. Macht sich, keine Ahnung, also ich mach's nicht, aber naja. Und ja, was soll man jetzt noch zum Anfang sagen, ist ja eigentlich immer das gleiche, ein bisschen aufbauen. Dann. Madras hat sogar schon 2 Schafe. Wow. Oh. Dann setzen wir hier mal einen kleinen Cut rein und sehen uns gleich wieder und ciao. So, und da sind wir jetzt wieder nach einem kleinen Cut. Wir sind gerade bei Gregory und er hat schon seine ersten 5 Musketiere ausgebildet, hat eine Kaserne stehen. Beide sind im zweiten Zeitalter, bloß Gregory hat schon einen Handelsposten. Genau, schwenken wir einmal zu Madras rüber, was er so wunderschönes hat. Jo. Wir können hier links an der Karte sehen, er baut seinen ersten Wall. Und ja, es sind auch schon 4 Musketiere in Auftrag. Und die Siedlerzahl ist 21, Gregory hat 30 jetzt gerade. Also 26, können 4 kommen gerade. Und ja, schön wieder zu Gregory, ne, Luca? Ja, ich bin schon gerade dabei. Perfekt, und ja, Greg baut weiter munter Musketiere und mag das jetzt auch langsam. Aber Greg liegt auch schon von den Punkten hier vorne mit 74 zu 61. Also. Jo. Ein kennbarer Vorteil. Und ja, jetzt natürlich ein bisschen blöd bei Madras. Er baut gerade keine Siedler aus. Also, wenn du das siehst, Madras. Ja, ich schwenk mal wieder rüber zu Madras. Genau. Und er macht jetzt gerade bei mir gar nichts. Und da hacken 8 Siedler gerade an einem einzigen Baum.
Ja. Ich weiß nicht, ja doch, das glaube ich ein bisschen. Also ist ja beim Jagen so, dass immer so 3-4 Siedler an einem Reh wild oder generell wild sein sollten, aber beim Baumfällen bin ich mir sicher. Ich glaube, er hat auch jetzt gerade übersehen. Ja, okay. Jetzt. Ja, war eine kurze Pause. Und ja, was mich beglückt, bei. Da kommt der erste Angriff auch von Greg schon. Ich genau, bleib mal bei Madras in der Sicht. Ja, ich gehe mal auf die Greg-Sicht, sag ich mal. Und ja. Madras-Sicht und. Ja, wir sehen jetzt hier. Er bleibt eigentlich stehen, aber weil der Außenposten die Musketiere angreift, gehen jetzt einzeln drüber. Das ist jetzt nicht sehr effizient. Und da kommt auch schon die Armee von Madras. Und. Ja, sehr spannend. Da werden nochmal die nächsten 5 Musketiere ausgebildet. Jetzt hat auch Madras wieder Siedler in Ausbildung. Mhm. Und es sieht auch hier so aus, erstmal, ja, Madras gewinnt. Vorne. Genau. So, und jetzt können wir mal zu Greg wieder rüber schwenken. Ich sag mal, seine Reaktion auf diese Niederlage bei Madras. Er bildet eine Postkutsche aus, das ist schon mal sehr interessant. Ja, er bildet das ist aus. Und ja. Er baut eine Kaserne, eine zweite. Mhm. Ja, jetzt können wir sagen noch, die Siedlerverteilung ist eigentlich ganz gut, nur er geht halt eben gerade mit sehr vielen Seelen auf Bärensträucher. Die sind ja langsamer. Und obwohl er halt eben noch. Hier unten ist ja immer noch wild. Ja, neben seinem Dorf. Was halt eben Sachen, die kann man sich auch manchmal schnell vergessen. Ja, und wenn man in der Hektik spielt. Ist ja. Ja, immer ein Turnier. Jetzt baut er schon den zweiten Handelsposten. Ja, und er baut einen Hafen. Es bietet sich ja an, weil in der Mitte ist ja die Karte voller Wasser und mit ein paar Mörserschiffen ist das schon, ja, sehr gemein. So, ich schwenke jetzt mal wieder auch rüber zu Madras, jo. Denn der hat jetzt mittlerweile auf der Rückseite seinen Wall fast fertig. Da ist natürlich die Handelsroute zwischen, was etwas ungünstig ist. Jetzt sieht Greg auch, dass er hier einen Wall baut und hier vorne wird es auch gerade im Wall gebaut. Jo. Ja. Musketiere werden ausgebildet zur Verteidigung scheinbar. Was du hier nicht so klar weißt, natürlich jetzt mit der Situation von der Postkutsche ist jetzt der Weg offen. Ist natürlich nicht so ja. Taktisch klug. Man hätte vielleicht hier irgendwie unterhalb der Postkutsche doch nochmal zumachen müssen. Den Wall. Ja, ist natürlich jetzt auf der Map ein bisschen blöd, aber. Ja, das wäre ein bisschen ja. So. Das wäre in so einer Situation, wo man dann enger ist. Aber man hätte mal vielleicht den Wall an den Seiten der Postkutsche bei der Strecke lang machen. Also wir können jetzt sehen, Madras holt jetzt mit den Punkten stark auf. Nur baut er halt eben gerade eigentlich keine Siedler. Also er baut keine Siedler. Er doch jetzt doch, ja. Ein paar. Wenn wir jetzt zu Gregory schwenken, können wir dem auch sehen, dass er jetzt sowohl Siedler als auch Fischerboote ausbildet. Und ja, wir spielen ja eigentlich auch fast nie mit Fischerbooten, obwohl die ja eigentlich besser sind als Siedler. Selbst eigentlich ganz clever auf der Karte, wenn er jetzt in Schiffe investieren möchte. Und ja, jetzt sieht man, dass sich dann auch jetzt Greg doch deutlich abhebt, denn er hat jetzt 42 Siedler und 2 Schiffe und Madras hat 33 Siedler. Und auch, wenn man mal die Rohstoffverhältnisse guckt, bei Gregory sind schon 1500 Nahrung, bei Madras gerade 300. Der versucht gerade auch verzweifelt, seine Armee zu vergrößern. Na, verzweifelt ist nicht, aber ja, also ist natürlich ein bisschen. Ja, Madras hat natürlich viel Holz, aber ja klar, er baut jetzt Herrenhäuser, aber ich sag mal, nicht wegen den Siedlern, sondern eher auch wegen den Bevölkerungseinheiten. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, weil wenn man jetzt guckt, er baut ja nur Musketiere und man braucht ja im Verhältnis 3:1, also dreimal mehr Fleisch und es ist gerade bei ihm fast umgekehrt, er hat, ich sag mal, in der Vorstellung zu viel Gold. Und Holz. Und Holz auch, genau. Und er müsste jetzt eigentlich sowieso Siedler ausbilden. Also jetzt, wir wollen es jetzt als Kritik machen, sondern eher als Tipps und Vorschläge, weil es ist immer besser, wenn man wenn man jetzt selber spielt, ist es natürlich immer schwierig, seine Fehler zu erkennen. Oder ja, und vor allem ist man da meistens auch in Hektik. Und das kennt ihr vielleicht auch von unseren Videos, wenn wir kommentieren müssen dazwischendurch oder so, ist es auch schwieriger, dann seine Taktik im Blick zu behalten noch und an alles zu denken. Da vergisst man mal, Siedler auszubilden oder so. Und das ist jetzt auch wahrscheinlich bei dem Turnier hier, weil, ja, wie gesagt, Turnier kommt auf YouTube das Spiel, das ist man auch aufgeregt, auch wenn man nicht kommentieren muss.
Und ja, deswegen ist ja auch überhaupt nicht schlimm, eigentlich diese ganzen kleinen Mängel mal. Mhm. Natürlich ist es ein, sag mal, Marius hat ja jetzt mit seiner Siele-Produktion komplett aufgehört. Und wenn wir jetzt mal noch zu Gregory schwenken, sehen wir, die Produktionsschleife ist voll mit Einheiten, also Musketieren, halt eben auch ein paar Fischerbooten auch noch. Und ja, die Postkutsche bringt ihm natürlich jetzt sehr, sehr viel. Ein Standort macht schon 244 Münzen für ihn. Und das ist natürlich auch perfekt, kann noch ein bisschen mehr den Münzen, ja, den Münzenmangel, den er gerade so ein kleines bisschen hat, reduzieren. Und ja, er geht jetzt auch schon ins dritte Zellalter. Und ja, auf jeden Fall ist jetzt für ihn eine sehr, sehr gute Position. Weil er natürlich wahrscheinlich auch auf die Punkte guckt. Und der führt immer noch und ja. Vor allem war es auch, glaube ich, ganz geschickt, als erstes anzugreifen, um Madras ein bisschen so aus der Fassung zu bringen und so. Das würde ich jetzt nicht sagen, aber... Ich würde das denken, weil Madras ist gerade ziemlich an seine militärische Produktion versteift festgehangen und Gregory geht halt schon ins dritte Zeitalter, bildet immer auch Fischerboote aus und hat halt Handelsroute. Mittlerweile ja auch, hat Madras ja auch einen Handelsposten. Ich fäng's auch mal rüber zu ihm. Jo. Hat auch genau. 34 Musketiere, immer noch 6 in Ausbildung. Und seine Nahrungspunkte holt er wieder zurück. Er ist gleich bei 700 und hat sehr viel Holz und Münzen. Wobei die Münzen wahrscheinlich eher zu viel einfach sind. Ja, also er hat jetzt genau 1000 Münzen und ja, seine Siedler stehen da einfach nur arbeitslos bei. Okay, jetzt bewegen sich die Siedler. Aber hier unten ist immer auch vor dem Dorfzentrum stehen auch die alten, die Goldsammler, 11 Stück, die nichts machen. Ja, jetzt bewegen sie sich auch. Ich glaube, wie ist die Zeit bei Luca? Ich bin bei 13 Minuten 50. Okay. Ich höre ein bisschen an. Ja, ist ein bisschen blöd mit dem Fraps, das ist ein bisschen Zeit versetzt, aber naja. Bist du bei 14? Auch 14, ja. Jetzt bin ich da. Okay. Da hat Madras auch seine erste Mühle fertig gebaut. Mit 8 Siedlern. Aber er hat vorne, beim hinteren Wall hat er immer noch 7 arbeitslose Siedler stehen. Ja, und ja, man kann es auch sehen, jetzt die 10 Siedler sind das. Die 10 Siedler, die jetzt da rumirren, ein bisschen auf der Karte und nach einer Mine suchen, ist so jetzt nicht so clever. Und ja, schwimmen wir wieder zu Gregory rüber. Und ja, wir sehen, er macht jetzt Veteranen-Musketiere, er holt sich nochmal eine Karte und ja. Die Verbesserung von den Musketieren. Genau, und er hat jetzt nochmal für die Musketierausbildung ein sehr, sehr gutes Nahrungs-Münzen-Verhältnis. Und ja, seine Wirtschaft ist jetzt doch ziemlich stark und gesund. Er macht auch Er macht auch die Angelschnüre, um damit seine Fischerboote noch produktiver arbeiten. Genau, und er fährt jetzt auch den ersten Angriff über die linke Seeseite, sagen wir mal. Da und ja, ist natürlich auch bei Madras im Moment nicht wirklich viel. Kein Außenposten, also. Gregory greift jetzt ja mit 41 Veteranen-Musketieren an und wenn wir einmal zu Madras schwenken, können wir sehen, er hat im Moment 40 normale Musketiere. Also natürlich ist der Vorteil da bei Gregory. Aber Madras hat jetzt auch 2 Handelsposten. Ist natürlich jetzt ein bisschen ausgeglichener. Wenn man auf die Punkte guckt, hat er natürlich Gregory nochmal 50 Punkte mehr. Und ja, jetzt können wir sehen, marschieren die Musketiere in Richtung Öffnung des Walds, wo die Postkutsche immer durchfährt. Vincent ist müde. Ja, ich bin müde. So, jetzt bleiben die Musketiere gerade stehen. Jetzt greift er erst den Handelsposten an, was auch eigentlich ziemlich gut ist, weil er immer noch Madras 244 Münzen gibt pro Durchrollen und der Postkutsche. Kann man das auch als kleinen Tipp sagen, die muss ein bisschen näher rangehen, als dass, wenn man jetzt einfach auf Angreifen klickt, dann machen die jetzt hier so einen schönen Lagerfeuerkreis, aber
es dauert ein bisschen mehr Zeit und wenn man näher dran geht, geht es ein bisschen schneller, aber es ist eben so, ich sag mal, etwas kleinere Fehler, die sind eigentlich Ja. nicht schlimm. Und ja, jetzt können wir natürlich einmal wieder zu Irmatras Sicht Ja, schwingen. da kommen Jetzt, seine Musketiere schon. genau, was das irgendwie ein bisschen interessant ist, sag ich mal, jetzt baut er seine ersten Siedler wieder aus. Aber naja, und ja. Klar, weil jetzt auch wahrscheinlich Verluste kommen werden wegen Veteranen-Musketieren. Die Genau, marschieren ja und schon auf die Mühle zu. genau, weil er hat ja wahrscheinlich gesehen durch die Handelsroute, dass da einfach die Siedler ziemlich schutzlos, sag ich mal, sind durch das Loch in der Ja. Mauer. Aber die meisten Musketiere haben sich jetzt gerade schon umgedreht und nur noch vier, fünf schießen gerade auf die Siedler. Die restlichen beschäftigen sich mit den Musketieren von Madras. Aber ja, muss ich sagen, dadurch, dass halt eben die Veteranen-Musketieren von Gregory durchgelaufen sind zu den Mühlen, haben natürlich Verluste gemacht und dadurch fällt er jetzt hier das Gefecht. Aber jetzt ist er natürlich auch schon im vierten Zeitalter und das ist natürlich ein immenser Vorteil mit den ganzen Mühlen. Und ja. Vor allem musste gerade Ehren jetzt auch die Siedler von Madras hier rum, die eigentlich auf den Mühlen waren. Und jetzt fängt er auch mit der Und Plantage Plantage. an, ja. Das ist natürlich jetzt nicht so clever, weil er ja durch die Handelsposten genug Münzen kriegt und er jetzt eigentlich mehr Nahrung bräuchte. Vor allen Dingen, wenn er jetzt wüsste, Gregory greift mich eigentlich nur mit Musketieren an, könnte ich ja gut mein ganzes Holz für Langbogenschützen benutzen, aber ja, das ist dann natürlich, ja, als kleiner Tipp so gesagt. Und ja, wir können Ich bis schwenke jetzt wieder, ja auch einmal genau, zu würde ich Gregory wieder sagen. rüber, was der so. Der hat jetzt Genau. schon zwei Rotröcke. Falkonette und Rotröcke. Genau. Ja, und er ist, wie gesagt, im vierten Zeitalter und kann sich halt eben auch gleich seine beiden Fabriken holen. Das ist Er natürlich. sammelt immer noch von Beerensträuchern, aber mittlerweile die Fischerboote produzieren auch ziemlich gut eigentlich Nahrung. Er hat jetzt auch eine Karwelle. Ja. Also. Ja, ist halt durch Curry 100 Punkte mehr und ist im vierten Zeitalter. Das macht euch schon immensen Vorteil. Vor allen Dingen, ja, er ist halt auch bei seinen Handelsposten auf Erfahrungspunkte umgestiegen, damit er halt eben möglichst schnell seine Fabriken kriegt. Und er baut Das. schon auch den dritten Handelsposten gerade. Genau. Ja, bietet sich bei der Karte sehr gut an, dass man schön viele Handelsposten macht. Und ja, er baut jetzt so ein bisschen seine Armee auf und können wir wieder zu Matra schwenken. Er hat jetzt wieder seine Siedlerproduktion aufgenommen. Also entweder ist es eben einfach entfallen im Laufe des Spiels oder er merkt jetzt, dass er einfach bei der Punktsituation einfach gerade sehr unterlegen ist und versucht jetzt wieder aufzuholen. Baut auch schon seine dritte Kaserne. Genau, was für dich, ja, er bräuchte dich auch jetzt, ich denke mal, sieht er, dass er einfach zu wenig Fleisch hat, aber. Ja, und er hat ein bisschen zu viel Holz auch. Genau, die ausgebildeten Siedler werden ja im Moment fast nur auf das Holz geschickt. Also jetzt geht der erste wieder zur Mühle. Und ja, es ist jetzt durch sehr schwierig für ihn aufzuholen, weil einfach einen großen Mangel an Fleisch hat. Er könnte jetzt durch für die zusätzlichen Siedler noch ein paar Herrenhäuser bauen, aber ja. Es ist hier immer so, er könnte jetzt durch in der Postkutsche sehen, dass einfach sehr, sehr viele Siedler von Greg ungeschützt sind. Nahe an der Handelsroute, zum Beispiel bei dem oberen da, Siedler sind viele und auch ja, eigentlich überall sind viele ungeschützt. Also Magnus hat sich ja schon ein bisschen mehr verteidigt mit seinen Wällen und alles. Ja. Hat es auch mittlerweile Veteranen-Musketiere. Jo. Knapp 30 Stück. Ja. So. Können wir zu Gregory schwenken. Er hat jetzt holt sich gerade seine erste Fabrik. Und ja, er fährt jetzt wieder einen neuen Angriff. Diesmal einen, ich sag mal, noch besseren Angriff mit 50 Rotrock-Musketieren und zwei Plus Falkonetten. zwei Verkündete, ja. Und ja, die erste Fabrik rollt gerade schon an. Und ja. Ist natürlich schwierig für Matras, den Angriff abzuwehren, wenn wir wieder zu ihm schwenken. Er macht gerade den Dünger oder schon abgeschlossen. Und er baut gerade, er hat viele Rohstoffe, über 1000 Nahrung und 1000 Holz, aber baut dann gerade doch leider keine
Einheiten aus und hat jetzt durch nur 29 veterane Musketiere und ist durch gegen die Armee von Gregory zu wenig. Und ja, jetzt reißen... Die einfach den Wall nieder. Zwei Verkundete reichen dazu locker aus. Genau, und jetzt marschiert die Armee von Madras in die Arme, sag ich mal, von Gregorys Armee. Und ja... Ja, bei dir ist es ein bisschen zeitversetzt noch. Ich bin noch nicht ganz so weit, ist gerade der Wall zerstört worden. Oh, okay, ja, ich war da ein bisschen. So, jetzt sind die Falkonette, die rollen auch hinterher und geben es gleich die ersten. Nein, sie machen. Ja. So, ich bin wieder. So, jetzt drehen sie sich um. Die Falkonette schießen. Na, ich bin auch da jetzt, die haben ein bisschen angehalten. Und ja, man sieht, dass halt eben die Armee von Madras keinerlei Chance hat und jetzt will der so langsam wieder Einheiten aus, aber ist natürlich jetzt zu spät. Der Wall ist niedergerissen worden, die Siedler fliehen Richtung Dorfzentrum und ja, wie gesagt, es ist zu spät, jetzt Einheiten auszubilden, aber sein Kaperschiff leistet noch Unterstützung. Ein bisschen, ja. Aber ja. Das wird nicht mehr ausreichen. Ja. Da kommen auch noch die letzten Musketiere, 15 Stück an der Zahl. Da ist die nächste erste Kaserne gefallen. Jo. Und ja, jetzt ist es eigentlich ziemlich aussichtslos mit dem Spiel. Genau, also es leigt sich jetzt langsam dem Ende zu. Aber ja, das FK-Schiff schießt mal auf die Falkonette und tötet sogar eins. Aber das ist auch nicht mehr der Unterschied. Und ja. Jetzt bildet er nochmal, also Madras bildet jetzt noch ein paar Musketiere aus, aber... Mhm. Aber ich denke mal, ja, die Kasernen sind ja zerstört. Von rechts kommen jetzt auch noch ein paar Rotrock-Musketiere. Da muss ich mich nochmal räuspern, ich bin immer ein bisschen krank. Und jetzt steht noch eine Kaserne. Mhm. Die Siedler sind komplett alle im Dorfzentrum fast. Fast komplett alle, na egal. Jetzt hat es auch Gregory wirklich die Punkte übermacht. Ja klar, ist natürlich jetzt entschieden, sag ich mal. Da kommt auch die zweite Fabrik, er hat Raketen, weil er wirklich keine, mit der Fabrik muss er keine Münzen eigentlich produzieren, sondern kann eigentlich ja schon Artillerie. Ja. Genau, und der Borg ist auch sein Mörserschiff, was natürlich jetzt noch in dem sehr seltenen Falle, dass jetzt noch Madras mit seinen Siedlern in Aufstand hier alle Leute tötet. Aber da hat Madras auch seine ganzen Siedler selbst umgebracht. Ja. Jetzt kommt auch noch von oben, von rechts, der Angriff. Ja, aber Madras hat jetzt natürlich seine Siedler umgebracht und ja, es ist ihm jetzt natürlich auch schon längst bewusst, dass er dieses Spiel leider nicht mehr gewinnen kann und ja, er hat, glaube ich, fast keinen Siedler mehr. Nee, ich meine einen einzigen noch. Und dann ist der letzte auch gefallen. Acht hat er noch, acht. Bei mir ist jetzt das Spiel zu Ende. Der letzte Siedler ist gerade gefallen. Ja, ja, bei mir auch gerade. Der stand noch beim Außenposten. Der wurde von den Musketieren niedergestreckt. Wir blenden hier noch einmal gerade den Turnierbaum ein. Und zwar, ihr seht jetzt, Gregory hat sich für das Halbfinale qualifiziert. Hurra. Ja, herzlichen Glückwunsch an Gregory und auch an Madras. War ein gutes Spiel. Und ja, am Freitag wird höchstwahrscheinlich die Partie Vince Master gegen Obelix der Große stattfinden. Ich kann schon mal jetzt sagen, ein sehr spannendes Spiel, freue ich drauf. Und ja, dann wird entschieden, wer der zweite Spieler für das Halbfinale ist und damit auch der Gegner von Gregory 104. Und ja, dann vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Haut da rein und ciao.